Starkregen, Zivilschutzwarnung nach Überflutungen. Großinvestoren, steirische Firmen im Höhenflug. Die SEA Abschiedstournee nach 3 Jahrzehnten. Und das Wetter morgen bringt weniger Regen. Guten Abend und willkommen bei Steiermark heute. Der Regen eines Sommermonats in einer Nacht. Die enormen Regenmassen seit Mitternacht haben zahlreiche Überflutungen und Hangrutschungen verursacht. In den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark wurde Zivilschutzalarm ausgerufen. Steiermarkweit hat es mehr als 800 Feuerwehreinsätze mit rund 3000 Hilfskräften gegeben. Ein Lokalaugenschein von Helmut Schöffmann. Einer der Krisenhotspots, Gnas im Bezirk Südoststeiermark. Felder sind überflutet, Straßen wegen überschwemmter Abschnitte nicht mehr befahrbar. Bei zahlreichen Häusern müssen Keller ausgepumpt werden. Es ist alles noch unter Wasser. Der ganze Keller? Ja, haben wir noch alles. Von draußen, das war alles wie ein See da draußen. Und von draußen das Wasser, 1,5 Meter gestanden, von unten vom Keller auf. Wir haben nicht mehr rausgekommen. Seit Stunden kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. Teils müssen auch Einsätze abgebrochen werden, weil mehr Wasser nachkommt, als die Pumpen wegbringen. Wir haben natürlich viele betroffene Einfamilienhäuser und Gewerbebetriebe, was unter Wasser stehen. Und was müssen wir auch evakuieren? Evakuieren müssen wir kein Gebäude, das Glück haben wir. Mehrfach, wie hier im Raum Radkersburg, müssen Menschen aus Autos befreit werden, die es nicht mehr aus überschwemmten Zonen geschafft haben. Hier sind zwei Mütter mit ihren Kindern im Autos mit den PKWs von der Straße abgekommen. Eine Situation war ganz brenzlig, weil da ist direkt ein Bach auch angrenzend gewesen, ein Hochwasserführender, da das gedroht, das Auto da abgeschwemmt zu werden. Kritisch ist es auch in zahlreichen anderen Orten. St. Peter am Ottersbach ist über Stunden am Landweg nicht erreichbar. In St. Johann im Sackertal muss eine Siedlung evakuiert werden, weil die Gefahr besteht, dass die Bewohner nicht mehr herauskommen und die Feuerwehr nicht mehr hinein. Kollege und Feuerwehrmann Gregor Waltl ist hier im Einsatz. Die Lage hier im Süden der Steiermark bleibt absolut angespannt. Seit gestern enorme Regenmengen, 150, vielleicht 200 Liter regional, lokal pro Quadratmeter Regen. Und die letzten Wettermodelle sagen auch uns hier in der Südsteiermark, uns Einsatzkräften, die wir seit insgesamt fast über 20 Stunden schon im Einsatz sind, dass wir mit 50 bis 80 Liter neuerlichen Regen rechnen müssen. Das heißt, das wird wohl noch eine sehr, sehr dramatische Nacht werden. Auch zu zahlreichen Hangrutschungen ist es gekommen. Per Hubschrauber versucht man, die Gefahrenzonen zu analysieren. Es kommen minütlich neue Meldungen herein. Wir stehen bei 16 Hangrutschungen, wobei 6 als Gefahr in Verzug ausgewiesen worden sind. Ja, es sind Sofortmaßnahmen zu setzen, von Abplanern der offenen Risse bis hin zur Evakuierung des Hauses. Teils können Rückhaltebecken die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Von 19 Rückhaltebecken sind derzeit 17 voll eingestaut. Das heißt, wenn die Situation sich weiter verstärkt, müssen wir davon ausgehen, dass alle 19 Rückhaltebecken überlaufen und dass die Situation dann natürlich auch für die Bevölkerung sehr, sehr ernst wird. Am Nachmittag wird für 4 Gemeinden ein sogenannter Katastrophenfall ausgerufen. Mittlerweile sind es 7. Auch das Bundesheer wird zum Assistenzeinsatz angefordert. Für mehrere Bezirke gibt es eine Zivilschutzwarnung. Die Menschen mögen zu Hause bleiben. Wir werden alles Menschenmögliche unternehmen, um möglichst Schaden abzuwenden von den Steirerinnen und Steirern und gemeinsam mit den Einsatzkräften die notwendigen Maßnahmen treffen. Das heißt, es wird auch Geld geben vom Land? Also wir werden auf jeden Fall dort, was notwendig ist und wo wir helfen können, auch mit Landesgeld helfen. Die Feuerwehren hier, die sind wirklich leitgeprüft. Nicht nur jetzt, sondern schon seit Jahren, 2019, 2020, 2021. Immer wieder gab es katastrophenartige Regenfälle und Dutzende Einsätze und eben auch heuer wieder. Und man blickt mit sorgenvollem Blick nach oben, denn es sind weitere Regenfälle angesagt. 70, 80 Liter pro Quadratmeter. Man macht sich auf einiges gefasst. Und wir werden natürlich weiter über die aktuelle Situation berichten. Positive Meldungen aus der heimischen Wirtschaft stehen derzeit ja nicht auf der Tagesordnung, doch heute gibt es gleich 3 davon. Das Gleisdorfer Unternehmen FB Industry Automation liefert ein hochmodernes Lager- und Logistiksystem für die Produktion eines neuen Airbus. Es ist einer der größten Aufträge für das steirische Unternehmen. Und 2 Grazer Firmen konnten millionenschwere Investments an Land ziehen. Der Mikro-Lautsprecherhersteller U-Sound hat sich Finanzierungen in der Höhe von 10 Millionen geangelt
und das Balkon-Solarkraftwerke-Startup EET bekommt Investments in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Es ist heute zwar ein trüber Tag, doch für das Startup EET scheint trotzdem die Sonne. Die Firma entwickelt und produziert Mini-Photovoltaikanlagen, die beispielsweise auf Balkongeländern montiert werden und den erzeugten Strom einfach über einen Speicher und die Steckdose ins Haushaltsnetzwerk einspeisen. Auf das Firmenkonto von EET werden nun 6,5 Millionen Euro eingespeist. So hoch ist die Summe, die drei Investoren nach monatelangen Verhandlungen in das Grazer Unternehmen stecken. Wir bei EET haben letztes Jahr etwa 11.000 Systeme ausgeliefert. Das war in Österreich, Deutschland, Italien. Und das wollen wir jetzt steigern. Wir wollen das nächstes Jahr verzehnfachen. Und das mit den Ländern Frankreich, Spanien, Portugal und dann Osteuropa, Polen, Tschechien zusätzlich. 25 neue Arbeitsplätze kommen zu den bestehenden 70 dazu, ebenso ein weiterer Produktionsstandort. Während die PV-Module von EET nicht zu übersehen sind, muss man die Produkte von U-Sound beinahe mit der Lupe suchen. Sie wirken neben den Euro-Münzen winzig. Das 2014 gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt Mikrolautsprecher für Bluetooth-Kopfhörer, Smartphones oder Hörgeräte. Bei einer Finanzierungsrunde konnten die Grazer nun vom Risikokapitalgeber EQ Venture 10 Millionen Euro lukrieren. Mit dem Geld will man die hohe Zahl an Aufträgen, die schon in den Büchern stehen, abarbeiten. Ich muss jetzt Waren unserer Kunde liefern und Siliziumtechnik ist eine kostenspielige Fertigung. Und deshalb nutzen wir jetzt dieses Geld, um unsere Fertigung zu finanzieren. Die Mikrokopfhörer von U-Sound sind platz- und stromsparend. Deshalb setzen immer mehr Technologieunternehmen weltweit auf die Produkte der Grazer.